Jo, meine lieben Freunde, was geht ab euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Georg TV. Ihr habt es am Titel sicherlich schon gelesen, Freunde. Mein Lehrer ist gestorben. Und ja, es ist leider der Fall. Ich muss dazu sagen, einige denken sich jetzt, ja Digga, es ist ein Lehrer. Aber ich muss dazu sagen, dass ich in meiner Schule sehr gut mit den Lehrern war. Speziell in meinen letzten Jahren, da ich irgendwie voll gut mit denen war einfach. Der Lehrer, der gestorben ist, war aber mein Sportlehrer. Und ihr wisst, Sportlehrer, die sind meistens die ganz guten Homies von Schülern, wo man halt Fußball spielt, Merkball, Völkerball. Das ist heftig cool. Ich muss vorab sagen, was hatte dieser Lehrer besonders? Dieser Lehrer war mit den Schülern sehr gut und konnte sich mit den Schülern sehr gut identifizieren. Und speziell auch mit mir. Wir haben ehrlich gesagt über meine Freizeit geredet und über das, was ich mache. Und es kam dann das Thema YouTube in Frage und er hat dann erfahren, dass ich YouTube-Videos mache, wo er daraufhin gesagt hat, wie heißt dein Kanal? Ich würde gerne mal vorbeischauen und mir deine Videos ansehen. Ich habe ihm dann mit Nervosität, Freunde, wirklich, ich war wirklich sehr nervös, den Namen meines Kanales gegeben und gesagt, schau dir das an und sag mir dann beim nächsten Sportunterricht deine Meinung. Beim nächsten Sportunterricht kam dann der Lehrer voller Faszination und voller Glück und hat gesagt, ey Georg, du hast echt das Potenzial hier auf dieser Plattform. Deine Videos sind gut und ich habe mir wirklich einige angesehen. Und als ich das vom Lehrer gehört habe, Freunde, muss ich ehrlich zugeben, das war schon eine heftige Motivation. Denn ihr kennt es sehr gut, Lehrer sind meistens sehr direkt und wenn etwas nicht gut ist, dann ist es nicht gut. Er hat dann daraufhin nochmal gesagt, zieh weiterhin durch, zieh durch, zieh durch und du wirst es irgendwann mal schaffen. Ein Monat später habe ich dann den Kanal verloren und ich dachte mir so, was ist los, Lehrer? Du hast gesagt, es wird laufen. Und ich habe meinen ganzen kompletten Kanal verloren. 2 Monate später ist dann der Lehrer selbst verstorben. Und es war für mich so ein Schock und dann noch ein Schock. Und ich dachte mir, was ist los, Digga? In der Zwischenzeit habe ich schon diesen Kanal erstellt gehabt. Aber ich habe seine Worte nie vergessen, Freunde. Nie vergessen. Und ja, Freunde, es ist schon länger her. Aber ich sehe, dass die Geschichte von diesem Lehrer auf diesem Kanal gehört. Denn dieser Sportlehrer hat mir diese Motivation gegeben, weiter durchzuziehen. Denn er hat mir klipp und klar gesagt, zieh weiterhin durch, Georg. Du hast das Potenzial. Zieh einfach weiterhin durch und hör nicht auf. Es war für mich eine große Motivation. Denn man hört es von Freunden, man hört es von Jugendlichen. Aber wenn man es von einem Erwachsenen hört, ist es doch was anderes. Ich war dann auch bei seinem Begräbnis, wo ich seinen Sohn kennengelernt habe und es war schon etwas Schwieriges, Freunde, wenn man eine Person erst vor kurzem gesehen hat, nochmal kurz mit ihm geredet hat und dann hört, dass er gestorben ist. Ich habe dann auch erfahren, dass sein Sohn mittlerweile meine Videos guckt und ich weiß nicht, ob er jetzt meinen neuen Kanal mittlerweile kennt und wenn er dieses Video sieht, liebe Grüße. Die Besten gehen zuerst und ich glaube, das weißt du ganz genau, dein Vater war einer der erfolgreichsten Lehrer in dieser Schule, ohne einzuschleimen oder sonstiges. Es war einfach ein Lehrer, der sich sehr gut mit den Schülern identifiziert hat, die Schüler sehr gut gekannt hat. Und nicht jeder Lehrer kann sowas, Freunde. Und wir wissen das alle ganz genau. Nach diesen ganzen Sätzen, die ich gesagt habe, spreche ich mein Beileid der Familie nochmal aus. Aber vergesst nicht, die Besten gehen zuerst auf dieser Welt. Wir alle müssen gehen, nur die Besten müssen davor gehen, denn diese Welt ist keine Welt, wo wir sagen können, ja, ich will schon ein bisschen länger bleiben. Denn diese Welt ist voller Probleme, Eifersucht, Streit, Macht und so weiter, Freunde, mit denen wir alle jeden Tag zu tun haben. Dieses Video ist dem Lehrer gewidmet und natürlich an der Familie. An den Lehrer nochmal, Georg TV wird weiterhin durchziehen, wie du es gesagt hast. Ich ziehe weiterhin durch, egal was kommt, auch wenn ich Höhen und Tiefen habe, auch wenn ich jetzt in den letzten Videos in den Kommentaren gelesen habe, dass manche schreiben, der Kanal hat 8000 Abonnenten, aber nur 200 Aufrufe, nicht mal 50 Likes, die die Videos knacken. Ja, die Kommentare haben recht. Also, der Kanal hat 8000 Abonnenten, aber macht nur 200 Klicks. Und ja, Freunde, es ist kein guter Abschnitt. Aber ich habe Menschen, die mir doch privat schreiben und sagen, dass ich gute Videos mache. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Auch wenn ich nur 200 Leute erreiche, aber wenigstens etwas. Danke für alles, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal und peace out.